Gute Arbeit, AJ. Du hast es geschafft. Und jetzt? Du musst einen Weg hier rausfinden. Da können wir hochklettern. Da kommen die Monster nicht dran. Los, es ist leicht. Komm schon. Bitte, versuch's. Gib nicht auf, gib nicht auf. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Du brauchst mich nicht. Nicht mehr. Du hast das geschafft. Ganz allein. Mein kleiner Schlawiner. Ich heiße Elvin Junior. Du wirst immer mein Schlawiner sein. Hey, sieh mich an. AJ, bitte. Du bist so süß. Was hatte ich nur für Glück. Erwischt. Bitte. Sei jetzt nicht albern. Nicht jetzt. Bitte. Ich wollte nur dein Lächeln sehen. Ein letztes Mal. Sag das nicht. Bitte. Sag das nicht. Ich muss sicher gehen, dass du dich erinnerst. Woran denn? Die Regel. Was ist die erste Regel? Wir machen nichts allein. Dann kann ich nicht gehen. Nicht ohne dich. AJ. Es ist deine Regel. Du wirst nicht allein sein. Nicht lange. Geh zurück zur Schule. Ich weiß nicht wie. Weißt du wohl. Eine der ersten Sachen, die ich dir gezeigt habe. Du musst dafür sorgen, dass sie dich nicht riechen. Schnapp dir die Axt. Dieser frische, saftige Beißer wartet darauf, ausgeweidet zu werden. Mit der Axt schneidest du ihn auf. Dann schmierst du dich mit Beißergedärm ein. Ich weiß, was ich tun muss, Clem. Ich weiß, dass du es weißt. Nächste Regel. Was tun wir, wenn die Monster kommen? Clem. AJ. Wir schießen ihnen in den Kopf. Hast du noch Munition? Wir haben keine mehr. Na gut. Scheiße. Und die letzte Regel. Ich will hier bleiben. Bei dir. Ich weiß, was passiert. Es ist mir egal. Ich will nicht gehen. Ich will nur neben dir sitzen und hier bleiben. Wie das Monsterpaar. Damals am Bahnhof. Selbst wenn jemand uns später tötet. Wir sitzen nur. Für eine ganz lange Zeit. Bitte. Lass mich bleiben. Das geht leider nicht. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du musst zu deinem Zimmer zurückkehren. In deinem Bett schlafen.
Freunde haben und groß werden. Hoffentlich größer, als ich es je war. Du musst leben, AJ. Für mich. Das ist jetzt deine Aufgabe. Okay, Clem. Das ist meine Aufgabe. Letzte Regel. Nein. Was tun wir, wenn ich gebissen werde? Muss ich es laut sagen? Na schön. Ja, gut, komm. AJ, du musst mich töten. Lass mich kein Monster werden. Sei ein guter Junge. Töte mich. Mit der Axt. Nein. Na geil. Ach du Scheiße. Aha, eine letzte Lektion. Kann jetzt überhaupt noch was kommen? Spielen wir vielleicht jetzt noch den Rest mit AJ und kommen zurück zur Schule? Weil es doof, wenn jetzt irgendwie alle so zurückgelassen sind und keiner weiß, was passiert ist und ich weiß ja nicht. Tut mir jetzt auch tatsächlich für Violet total leid. Wobei, es war mir irgendwie klar, dass das kein Happy End geben wird. Das weiß ich, das war irgendwie vorauszusehen. Oder war es das jetzt tatsächlich? Weil dann war es auch eine sehr, sehr kurze Episode. Wir haben gerade mal ein bisschen über eine Stunde gespielt. So wahnsinnig viel war das jetzt tatsächlich gar nicht. Wir sehen jetzt jede Menge Sterne. Ach nee. Aha, was passiert denn jetzt? Das ist jetzt ja sehr interessant. Da ist sie noch ein bisschen jünger auf jeden Fall. Würde ich sagen. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe noch nicht ganz, was jetzt hier los ist. Was steht denn da? Fort McCarroll? McCarroll? Wer war denn McCarroll? Ich habe gerade keine Ahnung. Aha. Jetzt ist auch alles egal. Jetzt können wir auch alle abknallen. Frau McCarroll. Ich überlege gerade, ob wir das was hätte sagen sollen. McCarroll. Ja, gerne. Wo sind die Kinder? Es tut so weh. Mann, es tut so weh. Töte mich.
Sind wir in der Hölle gelandet oder was ist hier los? Was ich ja auch komisch finde, jetzt haben wir noch so viele Sammelobjekte für unser Zimmer eingesammelt. Und wir konnten das gar nicht mehr zurückbringen. Deswegen habe ich gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so schnell draufgehen tatsächlich. Ich habe echt gedacht, das zieht sich noch ein bisschen, das Ganze. Okay. Es ist schon irgendwie interessant gerade, aber ich frage mich, was das Ganze jetzt noch zu sagen hat. Vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen was im Spiel, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, einsammeln kann man hier gar nicht mehr groß was, ne? Ich gucke an Virginia, ich gucke gerade, ob das Nummernschild mir was sagen müsste. Aha. Das ist ja anscheinend ein bisschen Vergangenheit hier. Das ist wahrscheinlich genau am Ende von Staffel 3. Obwohl, nicht genau. Aber da war AJ ja noch ein Baby. Und da wurde er ja zum Schluss entführt. Und Clementine hat sich ja auf die Suche nach AJ gemacht. So hörte ja die dritte Staffel auf. Und irgendwo zwischen Staffel 3 und Staffel 4 spielen wir hier wahrscheinlich gerade. Und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. So leid. Von wem. Keine Bange. Wir gehen bald. Wir AJ zurückholen. Noch ein paar Sachen schnappen. Noch ein paar Sachen, dann brechen wir auf. Bald sind wir weit, weit. Nein! Das lasse ich nicht zu. Ich auch nicht. Ich habe ja gar nicht das richtige Kind geklaut. Das wäre jetzt der größte Witz überhaupt. Dass das die ganze Zeit gar nicht AJ war. Nein, das glaube ich ja weniger. Ja, die nehmen wir mal mit. Nein, dann haben wir eine Waffe. Warum? Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Ach, das Babyfläschchen. Und die Schlüssel für die Zelle. Oder für die Krippe, sagen wir mal so. Verschwinden wir von hier, okay?
Ist irgendwie ein interessantes Ende jetzt. Bin echt gespannt. Aber es ist schade, dass wir uns jetzt von Violet so gar nicht verabschieden konnten und von den anderen. Asim hätte ich jetzt auch gerne nochmal gesehen, jetzt, nachdem ich wusste, dass er für uns gestimmt hat und so. Ich fand den auch eigentlich immer ganz cool. Hm. Ah, das ist, ach so, deswegen, ja, das ist der Wagen, mit dem sie tatsächlich die ganze Zeit unterwegs gewesen sind, ne? Dann ist sie aber noch ziemlich lange auf der Suche nach AJ gewesen, weil ich meine, der war doch am Ende von Staffel 3 doch nicht so alt, ne? Der war doch da eher ein Baby, bin ich der Meinung. Also ist sie so ziemlich so 2 Jahre oder so, ist sie bestimmt hinter ihm hergereist. Könnte ich mir vorstellen. Oder 1,5. So alte Terpentinlappen. Das hast du aber gut hingekriegt mit dem trockenen Lappen. Okay, wohin jetzt? Zurück nach Richmond geht nicht. Das ganze Gebiet ist eine Kriegszone. Gehen? Ja, wir müssen gehen, AJ. Hier können wir nicht bleiben. Es ist nicht sicher. Aber es ist okay. Wir sind Überlebende. Und die erste Regel fürs Überleben ist: Wir machen nichts allein. Wir machen nichts allein. Clem? Ja, ganz genau. AJ? Ich hab dich echt vermisst. So sehr. Ich weiß, was zu tun ist. Wir suchen uns ein neues Zuhause. Zusammen. Und ich lass dich nie wieder allein. Könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht doch nochmal jetzt kurz AJ spielen, dass er sich vielleicht an diese Szenen erinnert. Aber er muss ja zumindest noch den anderen erzählen, was losgegangen ist. Oder überlassen sie uns das der Fantasie, dass das nicht mehr aufgeklärt wird. Ha? Kommt noch was, ne? Oder? Ich weiß nicht. Doch. Okay. Ach so. Ist er gar nicht zur Schule zurück? Oder jagt er für die Schule? Rosie, doch, er ist zurück zur Schule. Magst du mich jetzt? Ja, du magst mich. Ich mag dich auch.
Bam, bam. Der ist gut. Na bitte. Braves Mädchen. Ich bringe jetzt den Speer weg. Bleib hier und halt Wache. Jetzt frisst er erstmal die Fische alle auf. Und das war's. Was machen wir jetzt hier noch groß? Lege den Speer weg. Ja, das ist auch eine Aufgabe, ne? Bestimmt schwer. Nicht gut. Nicht gut. Ich soll zu Willy davon erzählen, falls sie mir Bomben brauchen. Aha, schon wieder? Wänden sind toll. Besser als der Boden. Das ist richtig. Kann ich unterschreiben. Dieser Ort ist verflucht. Das ist gruselig und gemein. Ich finde diesen Ort gut. Naja, zumindest im Schädel. Ah, wieder einer zum Einsammeln. Ja, aber wieder was zum Dekorieren. Nee, weil das Dach ist ja auch undicht. Also so gut ist der, so geil ist der Ort jetzt nicht, aber So, ich gehe in die falsche Richtung. Wo muss denn der Speer hin? Irgendwo hier an der Wand wahrscheinlich, ne? Über ein Oh, das ist eine Tür. Langsam wird's kalt. Nächstes Mal bringe ich Stöcke und so. Oder lebt er tatsächlich alle? Oder, nee, also Willy lebt ja auf jeden Fall noch, hat er ja gerade eben schon gesagt. Okay, jetzt gehen wir raus, ne? Würde ich sagen, mehr ist hier, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich ja nicht mehr gefunden. Gehen nach Tür. Geile Deutsch. Oh, Clems Mütze. Hätte ich jetzt hier so schnell hingekriegen können? Ich glaube nicht, oder? Nein! Ach. Nein! Nein! Ich glaube, ich kann sie gar nicht kriegen. Ja! Brav, Rosie! Braver Hund! Ten? Das ist Ten. Ja. Ja, komm, einmal hast du schon erschossen, dann kannst du auch noch ein zweites Mal schießen. Ziel immer auf den Kopf. Tut mir leid, denn ich weiß. Ich auch. Du auch? Gehen wir nach Hause? Gehen wir nach Hause? Ich dachte, sie setzt jetzt die Mütze auf. Oder sie kommt als Deko ins Zimmer. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht sehen. Also, ich denke mal, dass wir noch einmal das Zimmer sehen, oder? Oder echt nicht? Weil. Fundbüro. Ah, ja, meine ich doch. Da muss doch noch was geben. Aber naja, das war jetzt nur für, auf die Mütze bezogen. Hm. Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie schade, dass wir das jetzt nicht alles. Ja, ich, natürlich, es ist eigentlich noch ein relativ humanes Ende, sag ich mal, weil ich habe eigentlich mit viel mehr Verlusten gerechnet. Oh. Nee, ich dachte, jetzt wäre zu Ende. Aber anscheinend kommt doch noch ein bisschen Kleinigkeit. Und ich versuche jetzt ein bisschen gezielt über die Musik drüber zu reden. Weil ich sonst echt Probleme kriege wieder mit dem Problem. Nein, mit den. Mit den Rechten so. Ja.
klingt sogar fast ein bisschen nach Amy McDonald, also vom Stil her. Eigentlich ganz cool. Ihr hört es vielleicht auch gar nicht, weil ich die Musik entfernen musste. Ich weiß es nicht. Also anscheinend waren nicht mehr allzu viele Verluste, weil wir sehen jetzt ja auf jeden Fall noch Ruby, da ist Asim, da hinten hackt, glaube ich, Omar, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube. Und, ja, wahrscheinlich, oh, guck mal, Asim und Ruby sind tatsächlich jetzt endlich mal zusammengekommen. Das ist schön, dass das wenigstens geklappt hat. Was steht da? Don't fuck with us. Okay. Ach, Abel haben wir hier hingehängt oder hingelegt. Geil. Als Mahnmal. Sehr cool. Da oben kommt Willy aus dem Baum gekrabbelt. Und da oben hockt Violet auf dem Zaun. Ja. Schon irgendwie traurig, aber immerhin leben noch ein paar. Sind echt nicht mehr viele, ne? So eine Handvoll hier. Schon traurig irgendwie das Ende. Aber nicht ganz so schlimm, finde ich, wie die erste Staffel das Ende. Das war schon sehr, sehr mitnehmender. Aber ich habe mir schon gedacht, dass Clementine irgendwie auf diese Weise enden könnte. Und ja, hat sich bewahrheitet so ein bisschen. Tja, das war's. Das war das große Finale von The Walking Dead. Also schon ein sehr, sehr cooles Spiel natürlich und auch eine coole Staffel. Leider ein bisschen kurz tatsächlich. Zum einen dadurch, dass es ja nur 4 Episoden sind. Aber wir haben jetzt auch tatsächlich nur 3 Folgen für die letzte Episode gebraucht. Es war... Die dritte Episode war schon kürzer als die ersten beiden, glaube ich. Und die vierte war jetzt nochmal kürzer. Aber gut, ich will mich nicht beschweren, weil die Geschichte an sich ist ziemlich cool. Und waren coole Charaktere dabei, finde ich. Und man konnte sich gut mit den Leuten identifizieren. Das war schon echt schön gemacht. Und ja, gucken wir mal, was noch passiert. Kleine Anekdote gibt's vielleicht noch. Was machst denn da, Schlawiner? Was? Moment. Das ist doch jetzt ein Gag, oder? Vorsichtig. Moment. Du bist auf dem Bein. Du läufst herum. Und du hast Arme aus Holz. Ah! Krücken. Er hat ihr das Bein abgehackt. Ich habe deine Kappe gefunden. Sie lag im Bach beim Schuppen. Ich kam erst nicht ran, aber dann ist Rosie einfach reingesprungen und hat sie geholt. Sie ist ganz nass. Wie geil ist das denn? Jetzt ernsthaft? Es gibt ein Happy End? Sie sah auch schon mal besser aus. Weißt du was? Behalt sie, wenn du willst. Ich glaub gar nicht, wie geil ich das gerade finde. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Komm mit, ich will dir was zeigen. Er träumt jetzt bitte nicht, ne? Das ist schon ehrlich, ne? Ey, wie geil ist das denn? Ich habe mich schon gewundert, dass Violet so einigermaßen, ja, undeprimiert da sitzt, sag ich das mal so. Und? Was meinst du? Oh, wie geil. Das ist doch jetzt mal ein richtig schönes Ende. Ja, Willy hat geholfen, sie zusammenzubauen. Komm schon, ich schub's dich an. Geil. Ey, das finde ich jetzt wieder richtig, richtig schön. Das hat das Spiel so gut hingekriegt. Ich fliege!
Aber sowas von. Ich bin der König der Welt. Ich versuch es ja. Du bist die Beste, Clem. Es wird kalt.